einfach tauschen und das dann gilt. Einfach mal so für eine Stunde. Genau, ich hau mir die Hucke voll und du trinkst einfach nur Wasser. Dann mache ich mir einfach auch so eine Frisur wie du. Du klebst dir meine Haare kurz auf den Kopf und Abfahrt. Ja, und ich klebe mir wieder den Bart dran, den ich gerade dran hatte. Oh, stimmt. Dann sind wir, ja, das wird doch passen. Ja. Ich sehe gerade Ausrufezeichen, be quiet. Ah, okay. Ich werde auf den Link klicken und ja, ich weiß gar nicht, ob man da dann das Gewinnspiel... Ich glaube, es geht, ich weiß nicht, ob es schon losgeht, aber die Leute sind auf jeden Fall, spammt lieber einmal mehr als einmal zu wenig. So. Ja. So will ich es auch machen, als normaler Chatter. Okay, gute Frage jetzt. Hast du in deinem Leben schon mal was gewonnen? Ja, sogar, wir haben gerade von AirPods geredet, wie geil es ist, dass man sie immer finden kann durch die Suchfunktion von Apple. AirPods bei Knossi unterm Insta-Beitrag oder so. Was? Ja. Hast du einfach gewonnen? Ja. Was sagt er? Zweimal sogar, zweimal. Ob du schon mal was in deinem Leben gewonnen hast? Ja. Und zwar? Ich habe locker schon für 10.000 Euro Lotto gespielt, aber habe einmal 10,70 Euro gewonnen, das habe ich nie vergessen. Also ich kann euch sagen, Lotto lohnt sich nicht. Meine Taktik ist bis 80 durchspielen und dann als Rentenersatz. Oh, warte mal, ich habe eine geile Sache. Was war das Heftigste, was ihr jemals gefunden habt? Boah, ey. So geldtechnisch, vielleicht ein Schein auf dem Boden oder Euro. So, was war der höchste Betrag an Geld, den ihr auf dem Boden gefunden habt? Oder kann man auch was anderes finden? So ja, irgendwie, gerne. Weiß nicht. Hau raus. Aber boah, da muss ich überlegen. Weißt du schon was? Das Heftigste an Geld, was ich gefunden habe. Oder Wertsache oder sonst was. Oder so. Ich habe ein paar Mal Handys gefunden, aber die habe ich immer zurückgegeben. Okay. Aber Handys sind ja schon ultra. Aber das war zu der Zeit, wo jedes Handy aufmachen konnte und Geld machen konnte. Okay. Irgendwo iPhone mit FaceTime und so, weißt du? Die 2015, so 16, ja. Diese Zeit. Du? Mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Ich habe noch nie was gefunden. Also ich habe auch noch nie was gefunden, aber einmal bin ich in Dortmund nicht durchs Rotlichtviertel, aber da in der Nähe. Und da habe ich tatsächlich, da flogen Scheine auf der Straße. Es waren, glaube ich, insgesamt 450 Euro, die ich da gefunden habe. An dem 450? Tag. Ja, die total gestört. Ja, ja. Was? Das flog, es war an einem Gullideckel, weiß ich noch. Und die flogen da in einem Gulli und über die Straße. Und ich sammle die alle auf. Ja, so was habe ich manchmal in meinem Traum so, dass ich Geld das finde. War richtig krass. Da war ich, glaube ich, 16 und auf dem Weg zum Freund für eine Gartenparty oder so. Was ist mit deinem Gesicht los? Ach, frag gar nicht. Hast du eine Challenge verloren? Ja. Wenn du eine Challenge verloren, musst du dich das Gesicht tätowieren, also so ein Sticker. Ja. Das sieht aus, als hätte wer hatte letztens schwarzen Dünnschiss? Du warst das, ne? Nur? Ja. Ja, so sieht das aus. Wir hatten gestern einen kranken Deep Talk bis um 4 Uhr nachts. Ja. Da warst du ja auch dabei, ne? Ja, hat er von seinem schwarzen Dünnschiss erzählt. So habe ich es mir vorgestellt. Das sind die klassischen Gespräche um 4 Uhr nachts. Also Chat, falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, so gegen 2.30 Uhr, dann geht's hier wieder auf der Couch los, weil wir halten die Kandidaten heute nochmal richtig lange wach, damit es morgen den absoluten Bruch gibt. Er hat verstanden. Chat, ihr müsst euch vorstellen, ich bin jeden Tag so um 12 kaputt. Ich denke mir, boah, 2-3 Stunden jetzt noch jemanden im Talk halten, der fastet, damit der morgen richtig kaputt ist. Und dann stehe ich immer als erstes auf und warte, dass sie aufwachen. Du hast es verstanden. Ey, weißt du, was aber gestern alle gebrochen hat? Die Süßigkeiten um 12 Uhr, ja. 13 Uhr. Das war, Digga, das war ein 400-500-Euro-Paket, ja, ne? Ich habe nochmal nachgefragt. Das war ein krankes Paket. Ja, ja, Mann, ich liebe solche Sachen. Die Fußballmannschaft hat das sogar vernascht uns zum Training, Digga. Ist krank. Ja. Ist krank. Aber ein bisschen Erbarmen müssen wir auch haben. Ja, nochmal danke nochmal an Kinkens, an die Jungs, ne? Baby Cesar. Danke fürs Paket. Ja, ist korrekt von denen, ja. Ich finde das auch immer wieder interessant, was für verrückte Kombinationen immer gemacht werden, was für gestörte Fanta-Sorten es gibt. Ja. So, da rechnest du nie mit. Oder wie kommt man auf die Idee, so eine Fanta zu machen? Oder auch zum Beispiel Schokolade mit Orange oder mit Minze zu verbinden. Und das gibt's halt irgendwo auf der Welt. Ne? Ja. Und dann landet es bei dir zu Hause und du kannst es mal testen. Ist eigentlich ganz geil. Die meisten Sachen kommen ja aus Japan. Oder Amerika. Viele. Es sind zwölf Länder oder so, wo importiert wird. Und je nachdem, was aktuell, wo man rankommt. Das Schwierige ist, man kommt nicht immer an alles ran. Okay. Das ist auch ein großes Lager, was immer wieder befeuert wird. Das ist schon ein schwieriges Thema. Und es gibt viele Sachen, die sind oft da, die sind so immer da, die kann man oft wirklich bestellen. Aber manche Sachen, wie zum Beispiel diese Red Bull-Dose, diese besondere Sorte, die kriegt man nicht einfach so. Oder die Japan-Sachen sind die schwierigsten. Deswegen haben die meisten Anbieter auf dem Markt gar keine Japan-Sachen. Okay. Die sind richtig krank. Ich bin im Mai
in Japan und da freue ich mich und dann snacke ich alles weg und dann schicke ich dir was. Geil. Finde ich mega geil. Boah, allein schon für die Erfahrung Süßigkeiten würde ich auch mal nach Japan. Ja, so weiß nicht, was Japan noch so zu bieten hat. Ich bin da nicht so drin. Anime und so, wenn man Fan ist, ist glaube ich Japan echt richtig krass. Ne? Ich sag dir, ich feiere Japan unnormal. Autokultur ist geil, Anime-Kultur ist geil. Es gibt noch Tokio. Es gibt so viele. Tokio ist ja in Japan. Ja, ist ja eine Riesenstadt. Ne? Ja. Schon interessant. Echt, Kameras gedippt. Alle sind trotzdem drauf. Bist du Japanerin, Heide? Heiraten. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht beschränken, aber ich glaube, ich würde nur eine Person heiraten, die dieselbe Sprache hat. Das ist jetzt leider sehr, sehr oberflächlich und so, aber ich glaube, ich kann einfach nicht so sein auf Englisch, wie ich in Deutsch bin. Also zum Beispiel Witze oder irgendwas. Weißt du? Ja. Ja. Ich zeige euch einen guten Trick. Ich habe eine Freundin, wir treffen uns oft, die spricht nur Russisch. Es gibt bei Google Übersetzer, gehst du auf Konversation, machst du auf Mikrofon, wenn du redest, der übersetzt in Echtzeit. Und so willst du... Sagt, was ich sage. Und das... Guck mal, jetzt habe ich Spanisch, weißt du, das letzte Mal war Spanisch. Das ist krank. Das übersetzt in Echtzeit. Und Breitmerk. Gibt es gar nicht mehr. So würdest du dann mit der Dame Rest des Lebens da so kommunizieren, ja, oder was? Ja, so mache ich das oft. Das ist gut. Und dann wirst du sie auch heiraten, wenn du das Google-Ding immer dabei hast. Lernt man nicht dann Russisch oder sie Deutsch. Eins von beiden gibt nach. Das ist ja auch nicht so schwer. Das ist verrückt. Das ist geil. Ja, gerade weil alle Be Quiet rein spammen, aber das Gewinnspiel, Leute, geht noch nicht los. Max wird das gleich noch ansagen. Ja, deswegen aufhören, das rein zu spammen. Boah, ist ein neuer Timer drin, Digga. Wird das Ding gleich verlost? Oha. Noch 16 Stunden bis zum Finale. 16 Stunden bis zum Finale. Boah, das sind 5 Stunden Vlog bleiben. Geil. Ey, also ich glaube, ja, man kann es halt nie vorher sagen, aber wer es bis hierhin geschafft hat, der wird es auch hat's schaffen. Hat es eigentlich schon fast, ja, also für mich auch fast geschafft. Ne? Wer morgen früh aufwacht, ich glaube, das Einzige, was noch dazwischen... Ja, das ist krank. Boah, Jungs. Das Einzige, was noch dazwischen kommen kann, ist, glaube ich, wenn du einen so niedrigen Wert hast, dass Schlafen gefährlich wäre, weißt du? Ja. Weil das wird, glaube ich, noch den einen oder anderen wirklich raushauen. Ich glaube auch. Oder ihr seid alle geil, also ihr habt einen geilen Wert. Ne? Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es auch für euch. Bild. Sogar Emotes von mir im Chat. Das ist geil. Das habe ich auch. Das freut mich immer richtig zu sehen. Also, wenn Emotes von einem selber irgendwie im Chat sind. Ja. Das ist ein geiles Gefühl irgendwie. Ja gut, wenn das wirklich so ist, dass du die ganze Zeit arbeitest, scheiße. So stellt man sich das nicht vor. Also jetzt sagen wir, die ganze Arbeit ist schon sehr viel Arbeit. Weil du bist halt gebunden, du kannst in den nächsten Jahreszeiten und musst du gehen. Ha, da war dein Emote von dir. Ja. Januar, Februar sind zu die Woche. Breitmerks-Emotes sind auch dabei. Hugo. Geil. Die goldenen Herzen sind von mir, die sind cool. Der Baseballschläger. Ey, da sind welche von mir. Geil. Diese Chin-Chan-Dinger. Guck mal da, der Baseballschläger. Ey, das ist mein Gesicht? Das bin ich mit dem Baseballschläger. Geil. Hugo einfach. Hugo, Hugo. Abu ist auch dabei. Geil. Ich wieder, cool. Das ist echt cool. Ja, Isa. Deswegen, Nossi. Also so Emotes sind auch eine richtig. Das ist Isa, ja. Isa, ja. Knossi auch dabei. Wo ist Knossi? Platte Monte. Wo ist Knossi? Sascha. Sascha. Umatra. Eli Geller. Ist auch interessant, wo die alle Subs sind, ne? Carsten, Miki. Monte. Carsten. Carsten. Mit den goldenen Sachen. Spam mal rein. Ich will mal goldene Herzen sehen. Die sind echt geil. Haut mal goldene Herzen rein da. Miki, Master. Mega geil, bei woanders das mal zu sehen. Oh. Knossi, was denn? Das sind die, ne? Ja. Die sind richtig geil aus. Ne? Die sehen wirklich perfekt aus. Von wem ist das GG grün? Von Monte bestimmt, ne? Er hat immer so grüne Sachen. Mhm. Monte hat auch echt geile Emotes. Unge? Mickey auch. Ja, Fitner auch von mir, geil. Hä, lol, du hast ein Fitner-Emote? Ja, ich liebe Fitner. Also, die Bauer auch, guck mal. So, was sind deine? Welche sind deine? Von wem? Von welche sind von dir? Das ist von mir, warte. Irgendwas. Egal. Da, Miki. Geil.
Parasit. Oha, das ist aber auch ein guter View hier. Gigant. Schön auf meinen Hoden gezoomt. Das Ding ist mit Gigant. Der streamt ja schon seit ein bisschen nicht mehr. Jochen, geil, dass du da bist. Wild, auch mal cool, so Leute aus dem Chat so auch wieder zu erkennen. Digga, wer hat denn 777? Was für ein Spielsüchtiger? Kann nur Knossi sein. Nein. Oh, da sind welche von mir. Jochen. Der Albaner irgendwas. Da, Miki ist auch dabei, der Clown, der ist geil. Sind die Golden alle von dir, ne? Ja, ich hab so nur Gold, einfach. Ist cool. Passt aber zu dir. Ich hab alles in Lila. Lila ist auch geil. Weil mein Overlay lila ist. Eigentlich müsste ich blau haben, weil blaue Haare, blauer Hintergrund. Ja, ne? Ja, müsste vielleicht mal ein neues Overlay. Aber lila passt zu dir, aber irgendwie. Also, weil die Farbe lila sieht man bei dir öfter. So. Ja, find stimmt. Auch. Lila oder blau? Vielleicht mal irgendwann ein neues Overlay. Aditoro, was hast du für Emotes? Ich hab so animierte, geile Designs, aber ich... Ey, wenn irgendjemand Sub bei mir ist, post mal rein. Ja, macht mal Aditoro-Dinger rein. Ich will mal sehen, wie seine aussieht. Oder welche von Hugo noch. Oder Rohat. Stimmt, Rohat hatte ich noch keins gesehen. Bei Rohat weiß ich nicht, wie die aussehen. Ich glaube, das sieht alles nach Gras aus bei ihm. Alles grün. Ihr müsst aber bei Max reinschreiben, nicht bei mir im Chat, ne? Ah, das ist meins. Guck, mit so einer Schweizer Flagge. Das bin ich. Ah, da, Digga. Guck mal so. Jetzt sehe ich's, ja, jetzt sehe ich's. Das sollte eigentlich groß werden, wenn man... Nee, nee, ich glaube. Oder einmal drücken nur, statt gedrückt halten. Da, das ist Rohat. Da seht ihr das? In der Mitte mit dem Badeanzug. Ja. Er hat die hässlichsten, Digga. Was hat er denn für Emotes, Digga? Das erste ist ja total vermasselt. Das hat sich ja gar keine Mühe gegeben. Kein Wunder, dass keiner da Rohat Emotes mehr. Das bin auch ich. Ich habe so einen Topf. Kein Wunder, dass er... Ja, jetzt seht ihr, mit dem braunen Haaren, der ist cool. Hast du gerade gesagt? Ja, aber das war ein anderes. Da, das ist auch Rohat, der Blaue. Wen haben wir noch hier von den Streamern? Wer war noch hier? Noah? Mach mal alle Papa Platte Viewer. So, mach jetzt mal einen Papa Platte Chat kurz. Oh, das einfach ist mal so kurz für 30. Safe. Ja, das bin ich. Einfach mal für 30 Sekunden Papa Platte Chat. Jetzt kommen dann die. Was hat Papa Platte? Ja, der hat so einen krassen Chat. Die posten dann eigentlich nur. Da diese Dinger? Also, ja, das geilste Mode, was ich von Rohat gesehen habe, ist das mit dem Mast. Das Mast ist richtig cool. Geil. Wer ist noch hier von uns Streamern? Wer hat noch am Anfang mitgemacht? Ich erinnere mich gar nicht mehr an die alle. Hugo hier. Hat auch richtig viele. Ja, zeig mal Hugo, Chat, zeig mal Hugo. Von Hugo habe ich nur bisher Hugo diesen mit in der Hand gesehen. Den Teddybär kenne ich von Hugo. Den habe ich noch nicht gesehen. Seine Freundin. Mir da, go Hugo, diesen geil. Ach, das ist Hugo? Ja. Geil, Digga, das sieht aus wie von dieser Twitch-Seite, der diese Bosch offizielle. Ist der Pepe, ja. Da, das ist auch Papa-Platte, das ist dieser Ventilator, ne? Ja. Domo oder wie? Domo. Aber warum hat Hugo nicht mehr Emotes? Lacher. Ja, die meisten Emotes hat man nicht in Twitch drin, sondern in 7TV oder Franker's Face. Und die werden nicht angezeigt in Emotes Only. Ach so, die werden. Emotes Only kannst du nur Emotes posten, die schade. In Twitch direkt hochgeladen werden. Ach so. Also wer hat das Lacher-Emote? Hugo, denke nee, ich. Nee, X ist so Luschen, die Sau. Das Phoebe, ja. Aber ich glaube, die sind alle 7TV-Emotes. Alter, was ist das für ein creepy Bild von Phoebe? Alter, ich hab Angst. Guck's dir an. Zeig mal. Das sieht echt cringe aus. Genau wie du letztens gesagt hast, ich bin fast gestorben. Mein Herz liest das cringe. Ja. Carsten, wink mal wie ein Dulli. Geil. Das ist auch cool allgemein, diese ganzen Emote-Funktionen. Mhm. Ja. Ich finde den Chat von Papa Platte schon sehr krass. Was so Emotes und so ja, ich glaube, das ist auch der eingespielteste Chat, was das betrifft. Also, findest du? Ja. Ich glaube, Trimax hat den besterzogensten Chat. Ne. Ja, er hat 250.000 Menschen gebannt. Ja, erzogen, aber das ich finde es geil, wenn er halt viele Emotes benutzt. Obwohl, erzogen, so, stimmt. Ja. So Obi aber in Amerika mal die krassesten Chats, Digga. Die sagen ein Wort und da kommst du tausendmal das gleiche Emote und so. Das hat schon aber bei das schon Max, geil, ne? Aber da musst du Breitie, bei Max ist es so. Ich war jetzt hier, ihr habt ja ein bisschen seinen Chat gelesen. Das war auch in den ersten zwei Tagen. Aber so Sachen, die habe ich noch nie über meinen Chats gelesen, weil die so verwirrend waren. So komische Nachrichten so. Aber ich glaub, nichts Negatives, aber so lustig auch teilweise. Aber ich glaube, bei so einem Projekt kommen halt so viele neue Leute dazu. Da wird immer irgendwelchen Shit reingepostet. Yeah, ne? Ja. Immer wenn neue Leute dazu kommen, ist der Chat kurz mal. Gerade aber auch großen Events ist immer Schmutz. Meistens. Aber warum ist denn jetzt Emote-Chat? Ich check das nicht. Ja, Mods gehen mal raus, weil die Verlosung ist ja noch nicht. Kannst du normal schreiben, ist eigentlich geil. Wenn sie ach so. Quiet schreiben, können wir wieder raus. Scheiße, ich stream für 12. Er war genervt wegen Big Quiet. Ich hatte einen 12-Stunden-Stream und bin einfach hier vor Ort. Da, Breitenberg. Kevin. Ja, so, jetzt mach mal 70 Emote. Machst du mal einen Papa-Platte-Chat. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn alle freigeschalten sind.
Free. Simon Levive, kenne ich, das ist von Farid Bang, ne? Sag mal. Da ist Simon Levive. Er spielt Simon Levive im EP. Liebe Grüße. Ja gut, bei Papa Platte sind einfach die ganze Zeit Omega Louis und Pock. Mhm. Was ist denn Biege? Sag mal. Ganz fett, Biege. Weil ich habe das Video gesehen von Papa Platte, wie er früher getanzt hat. Mich ja, ja. Shot gelabert. Aber ich finde es cool. Das ist richtig geil. Ich finde cool, dass er das gemacht hat. Ja, safe. Also die meisten lachen ihn deswegen, glaube ich, aus, aber ich finde das einfach geil. Ja, ich weiß auch, dass er sich so ein bisschen dafür schämt, aber innerlich freut er sich eigentlich auch so ein bisschen, dass er das gemacht hat. Digga, das ist schon ein krasser Flex irgendwie. Ja, aber es ist auch einfach ein Hobby, was Mehrwert im Leben bietet. Was anderes als immer nur in Shisha-Bars Poker zu spielen um Geld, Digga. Weißt by the way, man sieht gerade die Burger. Wollen wir kurz rübergehen zu den Burgern? Willst du? Ja, lass mal kurz rübergehen. Ich will noch ein bisschen K.O. kommen. Oh. Noah ist der süßeste Mann. Hugo und Noah sind so. Wir müssen uns das mal angucken. Den gönnen wir alles. Ihr habt 6 Tage. Ja, ich habe 6 Tage durchgefressen. Oh. Die werden jetzt. Die werden jetzt so aufeinander gestapelt und dann kommen die so. Ja, doppelt machen wir auf den Burger. So wurde im Restaurant 1-2-1 der Burger gemacht. Oder so in dieser Art. Ich sag, ich könnte einen Burgerladen aufmachen. Oh, aber ich finde diese Patties, die sehen schon so geil aus mit diesem Fett, mit diesen großen Fettdingern. Das schmilzt nicht, dann das, alles genau, und dann... Wir hatten noch Glück, weil das Hack, was sie schon fertig hatten, das war nicht genug. Und dann hat er für uns quasi das neu durch den Fleischwolf gejagt und extra nur ein Durchgang. Kein Uwe, mach kein wusste Fett ich auch nicht. Ne? Er meinte, für Burger ist gut, wenn das nur einmal durchgeht. Ja, das ist das Ergebnis. Ich muss meine Nase nehmen. Das sagt Young Huan auch manchmal. Niemand gecheckt? Ja gut, schmeckt einfach nur nach Grill. Oh, Digga. Ich find's auch so geil, wenn die Burger-Patties nicht so schön sind eigentlich, also nicht so rund, perfekt. Die müssen so ein bisschen real sein, ja, Digga, ja. Handarbeit. Ja, die haben gecheckt im Chat. Ja, ich mach wieder zu, ne? Handarbeit, das ist noch Handarbeit hier. Da kommt noch von Hand die Feuerwehr. Oh. Auch geil. Ja. Chat, ihr braucht nicht Be Quiet rein spammen. Soweit ist es noch nicht. Ja. Ja, du müsst den eigentlich hier oben hin machen. Oder kannst du die Mütze ganz runterziehen? Nicht, ne? Lass mal Mikrofon ausmachen, solange wir da ja, ich sitze ernst hier. Jetzt ist halt die Frage. Ich stell mir einfach immer vor, dass das alles versalzen ist. Das ist alles versalzen, das kann man gar nicht essen. Meinst du, das ist so? Ja. Ich habe jetzt voll verkackt, weil du mich abgelenkt hast. Und die Kette ist doch besser. Aber eigentlich gehören die nach unten. Ich habe übel verkackt. Wer sagt das, dass die nach unten gehören? Das ist immer so. Wirklich? Mache ich immer so. Ey, ganz kurz, wer möchte mit Tomate und wer möchte ohne? Max, mit oder ohne Tomate? Max, mit oder ohne Tomate? Auf gar keinen Fall mit. Aber wollt ihr den alle jetzt ohne essen oder was? Macht ihn, wie ihr ihn wollt. Boah, ohne jetzt ohne Rücksicht auf dich. Digga, da ist der Käse schon. Nein, bitte nicht. Ist das genau der Käse? Das ist der Käse, ja. Das ist ja krank. Das ist geil, oder? Oh, sorry. Alles gut. Ich darf mich einmal an dem ohne Salat riechen. Ihr bratet sogar Brötchen an. Ja. Wer möchte als erstes? Was ist das denn hier für? Murat, Bibi Murat. Wer weiß das zu schätzen, das ist ein Kenner. Oh, oh mein Gott, riecht der gut. Scheiße. Willst du mal? Beiß mal rein. Komm, willst du mal riechen? Komm, stopp mal. Der riecht so gut. Wir haben jetzt die Soßen von Jay-Z bekommen. Guten Appetit. Ey, ja. Ich wünsche dir einen scheiß guten Appetit. Ey, danke, Mann. Kann ich spielen? Ich kann nicht mehr. Ah, die ist durch die Nase die ganze Zeit.
Wir essen seit einer Woche hier unten. Das ist unsere Nase. Nicht mal mit Nase essen. Ich finde das richtig. Allein dieses Burger in diesen zwei Händen haben und dann so richtig, der erste hat man es schon so groß einfach. Die Soße läuft kaputt. Ja. Oh, das wird richtig tropfen. Alter, tropft das. Alter, ist das am Tropfen. Scheiße. Das Teil hat jetzt hier 20 Leute rein. Zeig mal. Zeig mal. Oder? Einmal riechen. Oh, scheiße. Nein, Mann, der ist super geil. Komm, das Brot ist so weit. Alles schön weiß, was er wieder. Nee. Mhm. Das ist Ja, das ist das beste Event ever. Ohne Scheiß. Willst du? Digga, Muran und Henk waren auch dreimal hier, oder was? Echt jetzt? Ja. Wo ich so sehr oft essen sehe irgendwie. Ja. Wir waren einmal, aber gut, wir haben Star gegessen, aber das Dreck. Ja, nur das stimmt. Der Motor, der essen halt direkt. Ja, ja. Er ist direkt fünfmal Finale. Direkt fünfmal gegessen. Ist das Mikro an? Ich werde schwach. Ja. Du musst riechen am Burger. Hallo? Dennis! Ja? Dennis Lohr muss einmal am Burger riechen, bitte. Komm nur. Ja, warte. Okay, sie haben... Ja? Ja, wir gehen riechen. Gehen riechen? Einmal riechen. Du weißt, ich glaube schon essen, ne? Achso, ja. Aber nimm dir trotzdem meine Nase. Digga, ich riech nur verbrannte Scheiße. Ich riech nur Kohle. Ja, okay. Das schneiden wir raus. Die einzige Chance, uns ins Haus zu schaffen, ist, dass sie so krass hier kochen, dass unser Blutzuckerspiegel so Wir werden jetzt. Wir haben jetzt nur noch 24 Stunden. Wir werden nicht ausscheiden, weil wir jetzt essen. Hast du damals mit Soße gegessen oder ohne? Mit Soße. Wir werden nicht ausscheiden, weil wir abbeißen, sondern wir werden ausscheiden, weil es so lecker riecht, dass unser Blutzucker so weit sinkt, dass wir so beschissene Werte haben, dass wir abbrechen müssen, weil wir sonst ohnmächtig werden. Deswegen, dass nur so können. Alleine die Brötchen schon, das fuckt mich schon ab. Du bist nur für die Brötchen zuständig, ne? Das ist mein Job, Brötchen. Digga, selbst die Wahnsinn! Ach komm. Okay, wir müssen mit allen Kandidaten ins. Ey, jeder isst hier einen Burger, das ist doch nicht auszuhalten. Wie viel habt ihr auf einmal fertig gemacht? So ein kleines Monopoly? Ich habe auch schon lange gespielt. Nee, wir haben erst ganz viele Sachen vorher. Hast du Chat Watches? Ah, sind. Schau mal, das zweite Mike, Steins. Ja? Da, das zweite Mike, unten auf dem Tisch. Jo. Stimmt, warte mal. Diese komischen Kalio-Pillen, habt ihr davon vier schon? Was geht ab? Wir hatten eine Besprechung, jetzt sind wir jetzt wieder da. Darf ich auch so einen mitnehmen? Nein, du darfst davon keinen mitnehmen. Wir können eine Verlosung machen. Wenn der Mod da ist, der die Verlosung kann. Was wird der Command sein? War das schon durchbesprochen? Ready? Okay, was ist ein guter Command? Okay, dann Ausrufezeichen, be quiet. Einfach nur be quiet? Ausrufezeichen, be quiet. Okay, Hajo, sehr gut. Ausrufezeichen, be quiet. Ausrufezeichen, be quiet. Ihr könnt beim Gewinnspiel mitmachen und diesen PC gewinnen. Von unserem Partner hier, be quiet. Den haben wir vorhin versucht zusammenzubauen, wir haben es überhaupt nicht hinbekommen. Das hat jetzt nochmal ein Experte nochmal Hand angelegt. Jetzt funktioniert er einwandfrei. Den könnt ihr gewinnen. Jetzt einmal Ausrufezeichen, be quiet. Oh, ganz wichtig, nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Wir haben alles gemacht, leider nur in Deutschland. Nur in Deutschland, wenn ihr gewinnt. Ich weiß nicht, 100%. Es gewinnt wieder einer irgendwie aus Österreich und dann ist das Geschrei groß. Ihr könnt auch mitmachen, aber ihr gewinnt eh nicht. Die machen 40.000 Leute mit. Wenn ich gewinne, kriege ich das Ding? Ja. Wenn du gewinnst, Ruhr, kriegst du den PC, ja. Direkt mit mir?
Aber wenn jetzt hier 20.000 Leute mitmachen, als ob Rohat gewinnt. Wenn ich das Ding gewinne, dann will ich aber noch mehr haben. Nee, nee. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rohat macht jetzt mit und Breitenberg macht auch mit. Wie wird Be Quiet geschrieben? Digga, Breitenberg kann nicht Be Quiet schreiben, er ist raus. Du hast Subchat drin, ne? Ausrufezeichen Be Quiet in den Chat und ihr könnt gewinnen, nur in Deutschland. Adi, du darfst nicht mitmachen. Adi darf nicht mitmachen. Marc, ist es gewollt, Subchat? Hä? Ist gewollt, dass es Subchat ist? Ist nicht Subchat. Da ist Subchat, ich kann nicht reinschreiben. Digga, bist du kein Follower? Nee, ich bin kein Sub. Nee, es können alle auch. Ja, jetzt ist Subchat weg, aber vorhin war Subchat. Nein. Doch, ich war kein Follower. Nein, ich bin ein Follower seit 4 Jahren oder hey, so. Hey, danke für den Support. Okay, schön. Ich bin sogar Sub gewesen. Alter, echt? Gewesen? Also, jetzt noch immer. Ja, gewesen war echt? Ich auch. Aber heißt gewesen, bevor du Streamer wurdest? Nee, das glaube ich nicht. Wie lange bist du denn Sub gewesen? 2 Monate? Aber ist ja auch, danke, Mann. 3-4 Monate, geil. Guck mal. Ich habe auch 8 oder 9, aber ich resub nicht. Ausrufezeichen, Be Quiet rein, wenn ihr aus Deutschland kommt. Und dann könnt ihr einen PC gewinnen. Weißt du mal, was der kostet? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, ja. Ja? Ungefähr? Ja. Nee, komm. Chat. GeForce RTX. Echt? Keine Zahl dahinter. Pat, danke für den Sub. Kussi raus. Danke schön. Ich grüße. Kussi auf. Eine 3060. Kussi, danke schön. Wie hast du das denn erkannt? Ah, wird gesagt. Eine 3060, gut. Das ist eine 3060, habt ihr auch. Oh, ihr seid schon Experten im Chat, super. Ausrufezeichen, Be Quiet. In den Chat, um den PC zu gewinnen. Hier können wir nochmal zeigen. Vielen Dank an Be Quiet, dass der PC zur Verfügung gestellt wurde. Geiler Partner hat hier das Event mit ermöglicht. Auch wenn wir die 8000 Euro Feuerwehreinsatzkosten leider haben, aufgrund des merkwürdig gebratenen Steaks der Mannschaft. Die essen gerade alle so Burger, ne? Die essen jetzt einfach 25 Burger in kürzester Zeit. Ey Leute, einmal, wir machen gleich wichtige Sachen. Bin sofort wieder da. Darf ich bitte Hallo. Die neutrale Person sein? Was heißt das? Was weil ich habe wirklich Knowledge und Ahnung und ich weiß, wie viel wie was ungefähr wert ist. Ich bin ultra vollgefressen, tatsächlich. Ich war, glaube ich, heute schon 6-mal auf Klo, aber irgendwie lohnt sich's. Weiß auch nicht. Ich habe 3-mal geschissen und mein Arsch brennt komplett, for real. Brennt deiner auch? Ja, aber irgendwie es lohnt sich das. Ich weiß auch nicht warum. Ist du gleich ein Burger? Ich berate dich. Hast du Bock, Bank zu spielen? Banner. Wo ist Eier zu sehen? Das ist die Friese. Ja, echt? Danke. Du meintest, Isa sieht aus wie ein Fisch. Hä, warum weißt du das? Ich gucke immer, was vom Event auf TikTok abgeht. Oh, meine Beine. Oh nein. Können wir aber die Kamera? Nein, können wir nicht. Die Beine kriegst du nicht mehr. So, Mods, wenn ihr wollt, können wir langsam auflösen. Ausrufezeichen, Be Quiet, wenn ihr aus Deutschland kommt. Verdammt, nur in Deutschland. Ihr könnt die PC nur gewinnen, wenn ihr aus Deutschland kommt. Durch meine Gänge, die ich gebaut habe. 87% aller Zuschauer kommen aus Deutschland. Rohat hat auch mitgemacht. Wir spielen erst viel später. Wie lange? Wann? Ja, so in der 3-4 Stunde. Ja. Ich bucke trotzdem die Figur. Ich
Digga, mein Bruder wollte nie ins Internet, kein Bild von ihm im Internet, er kommt einfach ins Stream. Ja. Digga, das erste Mal in seinem Leben, dass er mit brutal. Also einfach geliebt von Haus. So, jetzt sind wir schon mal im Emote. Jetzt muss natürlich auch der Gewinner da sein, das ist wichtig. Wir sind im Emote only. Oh, es hat gewonnen. Meo-TY. Meo-TY, Glückwunsch, du hast gewonnen. Du musst jetzt nur noch mit meinem Mod kommunizieren. Und dann gewinnst du den PC, wenn du aus Deutschland kommst. Meo-, was habe ich gesagt? Digga, ich habe kein. Man hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Das ist so krass. Das ist so krass. Einfach das Gedächtnis weggefastet. Aber ich fühle mich sehr gut, aber man kann nicht mehr. Könntest du mir jetzt 5 Zahlen sagen und ich soll dir in 2 Minuten nochmal sagen, ich habe keine Chance, mit dir zu merken. So, er muss sich jetzt nur noch melden. Meo unterstrich. Irgendwas mit Y. TY? Was? TY? Oder YT? Er ist da? Und er kommt aus Deutschland. Hajo, klär das sofort. Kommt er aus Deutschland? Digga, der kommt so aus der Südschweiz. Ja! Okay, Meo, krass. Das ist es. Du hast gewonnen. Den hast du gewonnen. Stefan, du guckst dir seit ein paar Tagen zu, dann gibst du einfach nochmal nebenbei noch so einen PC einfach. Sehr, sehr geil. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt. Wir werden das Finale ja morgen bestreiten. Und da ist es so, ganz einfache Mechanik. Wir waren ja sonst jeden Tag 2 Kilometer auf dem Laufband. Heute waren wir nicht auf dem Laufband, weil das zu anstrengend ist. Morgen wollen wir aber nochmal alles wissen. Wir werden morgen, alle Kandidaten, die noch drin sind, 5 Kilometer auf dem Laufband gehen. Mit 2,5 km/h. Wir werden dafür 2 Stunden brauchen. Jeden Kilometer nehmen wir die Blutzuckerwerte, weil das ein sehr riskantes Ding ist. Gerade die Reserven sind leer. Das wird brutal. Jeder einzelne Kandidat von den 5, die noch drin sind, können sich vorher eine Speise aussuchen und ein Getränk und einen Nachtisch und eine Frucht. Und schafft es dieser, also zum Beispiel ich nehme Döner, Rohat nimmt Fleischplatte, Noah nimmt Burger, Niki nimmt Pizza und Adi nimmt Käse. Käsefondue. Und Adi nimmt Käsefondue. Derjenige, der es schafft, diese 5 Kilometer zu gehen, ohne in Ohnmacht zu fallen oder die Werte zu kacke sind oder irgendwas, schaltet diese Speise frei für alle Kandidaten. Es wird später ein fettes Buffet geben oder wir werden Fett bestellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Pizza ausgewählt habe und die 5 Kilometer laufe, gibt es für alle Pizza, inklusive meines Nachtischs, wird wahrscheinlich Ben & Jerry's sein, und meines Getränks und der Frucht, die ich ausgewählt habe. Das werden wir dann ab 19.15 Uhr essen. Jeder Kandidat, der es schafft, all you can eat für alle Kandidaten. Okay? Das heißt, im besten Fall schaffen es alle, dann wird das ein brutales, brutales Menü. Wir können eh nicht so viel essen. Wenn es keiner schafft, also jetzt ganz ehrlich, wenn es niemand schafft, dann bleiben wir bei Brühe und Smoothies. Ach, ja, wenn es keiner schafft, wirklich. Wenn es nicht, nehmen wir an, nur Niki schafft und er hatte Burger, dann gibt es für alle so viel Burger, es ist satt, all you can eat Burger. Ja. Wenn es keiner schafft, bleiben wir bei Smoothies und Brühe. Es muss einer schaffen. Das ist geil. Oh Gott, Digga, oh Gott, okay, verschärfte Regeln, okay, das ist es. Morgen 12 bis 14 Uhr werden wir gehen. Das müsst ihr euch eintragen. Tragt den Kalender ein, sagt euren Freunden Bescheid, macht euch eine Erinnerung, den ganzen Stuff. Das wird brutal. Wir müssen das schaffen, Jungs. Wir müssen. Digga, wenn ich meine 5 Kilometer nicht schaffe, weine ich. Nee, wir müssen 2,5. Wir müssen 2,5. Ich stelle mir das gerade so eine Distanz von 5 Kilometern, denke mir, es geht. Das müssen wir schaffen, Digga. Es ist anstrengend. Ich habe echt Angst davor, ich habe großen Respekt. Wir müssen es schaffen. Einer muss es schaffen. Einer von uns muss es schaffen. Das machen wir morgen 12 bis 14 Uhr, da kommt ihr rum. Und jetzt werden wir hier mit dem krassen Appetit von nebenan, jetzt werden wir hier diskutieren, wer sich für welche Speise, Nachtisch, Frucht und Getränk entscheidet. Ja, genau. Ich muss mal eine Liste aufmachen. Alle Listen aufmachen.
Was du willst? Nee. Eine Hauptspeise, Nachtisch, Getränk und Frucht. Nee, wir machen nicht random, wir sprechen uns ab. Ja, wir müssen uns absprechen. Wir sprechen uns unbedingt ab. Ja, ich will nur kurz wissen. Okay. Okay, chill. Also was? Wollen wir mal, Rohr, bist du dabei? Wollen wir easy zuerst durchgehen? Getränk. Du bist eigentlich relativ safe mit Grillteller. Mhm. Also komm mal her. Also normales Essen auf jeden Fall Grillteller, so mit Reis, Pommes, das was halt alles dazu ist, Lavash, also halt Brot. Halt dieses. Mike ist aus. Achso. Ja, hier ist nicht aus. Regie. Jetzt, hallo Test. Yo, Mike check, man. Ja. Yeah. Geh nicht mal zurück, Niki und Noah. Du auch? Okay. Bei mir ist es auf jeden Fall so, wie ich gesagt habe, ein Grillteller, so mit Bulgur oder Pommes, so Brot, ganz viele Soßen, das ist mein Hauptgericht so. Quasi das, was gerade kam. Das, was vorhin kam, so ja. Mäßig. Schön. Wo? Hä? Wie wo? Oder hast du einen Spezialnamen? Ich glaube, Lockmann auf entspannt, oder? Lockmann ist gut. Lockmann? Okay, ja. Dann will ich... Was gibt's noch? Nachtisch? Dann können wir uns jetzt absprechen. Sag du mal zuerst. Nee, du sagst Fleischplatte. Schaffst du die 5 Kilometer morgen? Das wird hart. Ja. Ja? Ich sag Nachtisch, Eis. Boah, das will ich auch. Nee, erstmal, du machst erstmal Hauptspeise. Ja, du machst erstmal Hauptspeise. Noah, deine Hauptspeise? Meine Hauptspeise, bin ich mir ganz sicher. Ursprünglich war es sowas wie T-Bone Steak und so verrückte Sachen. Aber ich glaube, wenn das hier hinbestellt wird, ist es ein bisschen zu kompliziert. Deswegen ganz einfach die scheiß Domino's Pizza Hollandaise mit Rinderstreifen und den scheiß Salamis. Von wem hast du die? Echt Domino's, Digga? Genau. Echt Domino's? Nee, wir müssen uns mehr besprechen. Nee, Jungs, Domino's ist es. Also Domino's. Digga, es gibt 5 bessere Läden. Es gibt 80 bessere Läden als Domino's. Vor allen Dingen Domino's. Die hat nicht jeder. Ja. Aber ich hab nichts. Digga, dann denk ein bisschen. Ja, okay, wir müssen gucken. Das ist eine andere Pizza. Gib dir lieber eine richtig gute Pizza, anstatt irgendwas mit Hollandaise oder so. Wenn du sagst, wir bestellen Pizza, dann darf jeder sich seine Pizza erstellen. Ja, aber ja nicht bei jedem Laden, sondern alle. Ja, beim gleichen Laden. Du musst einen Laden sagen. Du musst nur. Nein, für dich ist eine Pizza Hollandaise. Sag du einen guten Pizzaladen. Die teuerste mit Abstand hat Mundfein, die beste Qualität. Ja? Was war dieses andere, dieses, wo wir letztens das erste Mal. Ach du Scheiße. Ja. Pizza. Das war, wir könnten auch eine napolitanische Pizza machen von Pizza Social Club. Oh, ja. Nee, ich fühle napolitanisch schon sehr. Ich bin echt, wir hatten ja hier jetzt wirklich viele Gerichte in den letzten 6 Tagen gesehen. Und ich fühle tatsächlich nicht so Gourmet High Class. Sondern ich brauch so richtig fettig. Erinnerst du dich an die Trüffelpizza, die wir bei dir in der WG gegessen haben? Genau, wie hieß das? Das war Pizza, meine ich. Wie hieß das? Entweder Pizza Tazzi oder Milano Weiß. Nee, aber wie hieß der Laden? Ja, Pizza Tazzi oder Milano Weiß. Pizza Tazzi, echt? Ich dachte, es hieß anders. Kannst du doch Hollandaise selber auch machen. Das ist nicht das Gleiche. Aber da will er nicht bestellen, wir haben kein Hollandaise. Aber ich bin ehrlich, ich fühle leider Domino's wegen, weil Domino's kriegt so richtig ekelhaft. Ey Leute, wir müssen eine Lösung finden. Ekelhaft fettig. Domino's kriegt so richtig ekelhaft fettig hin. Ey Jungs, ich hab was genommen, was jeder essen kann. Ja. Ich hab was genommen, was jeder essen kann und was jeder feiern wird. Digga, Domino's Pizza ist der schlechteste Call bis jetzt. Also wirklich, ist komplett raus. Ist komplett raus. Gibt es? Ja, können wir noch gucken, wo den Laden? Ja. Wir sagen jetzt Domino's, Pizza Hollandaise. Und dann muss die da irgendwo verfügbar sein. Ja, du entscheidest den Laden, ja. Weil ich lieber... Dann sagst du nur Pizza. Ich muss mir so vorstellen, Chat. Wenn ich Heißhunger habe, gibt es für mich nur eine Bestellung. Pizza Hollandaise mit Dönerfleisch, Zwiebeln und sonst was. Dann sag einen guten Dönerladen. Ja. Dann machen die doch. Herr Mission Pizza war das doch, Max, oder nicht? Ah, gibt's auch, ja. Mission Pizza war das Mission, doch. Die drei sind das. Die drei sind das. Das ist leider so. Das ist halt dieser... Okay, dann aber Noah, dann sagst du Noah, sagst du Pizza. Ja, Pizza allgemein. Okay. Und dann, aber du entscheidest aber am Ende den Laden tatsächlich auch. Du entscheidest. Okay. Aber wir gucken dann zusammen, also, aber du hast die türkische Fleischplatte, Pizza. Ja, jetzt müssen wir uns drei gut abstimmen. Also Burger muss dabei sein. Ist Burger muss dabei sein. Burger muss dabei sein. Die Frage ist tatsächlich jetzt auch, welcher Burger? Von dem Das können wir noch gucken. Wir hatten jetzt, es gibt Unterschiede, weil es ist tatsächlich, also... Dulfs ist auch böse. Alle sagen Dulfs Burgers und ich liebe auch Dulfs Burgers. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es vor Ort deutlich geiler. Ja.
Dulfs Burger ist der beste Burger in Hamburg. Allerdings ist der geliefert, verliert er schon. Er verliert schon. Der verliert viel unterwegs. Zwei Punkte verliert er. Ja, ja, zwei Ratingpunkte verliert also er. Also klar, wir haben jetzt hier zweimal Five Guys auch gesehen. Ja, das ist halt auch typisch. Das ist auch direkt fettig. Hier unten, der kommt warm, der ist direkt hier. Stimmt. Ja, Five Guys habe ich bis jetzt noch nicht gefühlt, als ich es gegessen habe, aber hier hat es richtig geil ausgesehen. Hier hat's geil oh ausgesehen. Oh mein Gott, die Five Guys Pommes, ja, wir müssen ja. Five Guys ist halt ein bisschen safe, I guess. Five Guys ist safe. Wir wollen eine wichtige Sache: jeder von uns mag Pommes. Und bei Five Guys ist man mit Pommes safe. Jetzt hätte ich tatsächlich noch einen krassen Call. Ich wurde gefragt von Steve, was mein Lieblingsburger ist. Paar werden es kennen. Ich hoffe, du kennst es nicht. Es ist tatsächlich Momo Buns. Das sind so Smash Patties. Unfassbare. Also asiatische Burger? Nein, nicht so richtig. So ein bisschen asiatisch. Momo Buns, beste, schreibt jemand. Also Momo Buns ab. Und das Kranke ist, jetzt kommt das Crazye. Da kann man auch, weil es ja der gleiche Laden ist, es gilt als eine Hauptspeise, auch Korean Chicken bestellen. Wow, okay, unfassbar krankes Chicken, dann richtig knusprig und dann mit so einer richtig leckeren, oh, ich krieg schon so Hunger. Und die haben normale Pommes und Süßkartoffelpommes und krasse Trüffelmayo. Boah, Trüffelmayo big. Ja, Trüffelmayo big. Also das ist halt so ein Allrounder-Laden, das ist ein kranker Allrounder-Laden. Unser Blutzuckerspiegel kackt ja, gerade bei allen ab. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, dass wir gerade drüber reden, aber... Kurze Frage allgemein, die Burger von gestern sahen auch gut aus. Welcher Laden war das? Mit den, wo die Footballer die gegessen haben. Das war Jim Block. Oh mein Gott! Und es gibt, ich sehe es gerade im Chat, und es gibt zusätzlich bei Momo Buns auch noch ein Chili Cheese Steak. Ahnt ihr dieses Sandwiches? Ja. Mit Bulgogi? Ja. Oh, auch Wahnsinn. Das ein Chili Cheese Steak. Boah, das ist der Call, oder? Dann würde ich Momo Buns einloggen. Ja. Ich würde Momo. Wir haben Laden gesagt, wir haben uns auf Laden geeinigt. Ja, Lockmann, Momo Buns, Pizza entscheiden wir noch, Philly Cheesesteak, sorry Chad. Ja, mein Gehirn, Philly Cheesesteak gibt's da. Es gibt, ja. Da lacht der Rohat. Ja, Philly Cheesesteak ist insane. Philly Cheesesteak, also. Ultra illegal schreiben die, aber es ist, Momo Buns ist, glaube ich, vielleicht der beste Call. Ultra illegal, bekomme Aquaplanning auf der Unterlippe. Ist gut. Ja, stellt euch vor, ihr habt 6 Tage nichts gegessen und dürft euch jetzt vorstellen, was ihr dann zum Fastenbrechen esst. Okay, zwei Möglichkeiten haben wir noch. Zwei Hauptspeisen. Ich schwank. Niki, schreib mal auf irgendwie dein Handy. Oder? Ja, schreib mal. Ja, aber dass wir es hier noch so haben. Ich schwank tatsächlich noch. Ich weiß noch nicht genau, was ich hätte Bock auf, was mit Käse. Also etwas richtig Käsiges. Ja, gibt es entweder Pasta, obwohl Pasta an sich jetzt nicht so extrem käsig ist, ist halt Käse obendrauf. Oder halt eine Käseschnitte, das kennt ihr jetzt nicht. Das ist Brot mit Schweizer Raclette-Käse, das müsste man selber zubereiten. Das fände ich halt geil. Ich weiß halt nicht, wie geil ihr das fändet. So, ne? Das ist halt ein bisschen das Ding. Aber einfach Pasta bestellen, ist es das? Das kannst du simpel werden. Ja, eben das bisschen fände ich auch. Ich fühl's 10 von 10, weil wir hier geschmolzener Käse, irgendwie der Auflauf von Monte oder sowas, da habe ich richtig Bock drauf. Also ich bin Käsespätzle? Käsespätzle? Ich finde so ein Raclette-Brot besser. Ja, ich würde mit dem... So ein Raclette-Käse. Ey, guck, ich würde gerne mit dem Raclette-Brot gehen, ja, für mich, weil ich das geil finde. Aber wo gibt das denn her? Also ich habe angerufen. Ja. Ich habe angerufen, es gibt eine Käserei mit Schweizer Raclette-Käse in Hamburg, die morgen offen haben. Aber das Gerät haben die doch auch nicht. Nee. Ich mache was anderes. Raclette zu machen, das ist zu aufwendig. Man kann im Ofen ein Raclette-Brot machen. Das ist auch geil. Ja? Ja. Okay. Ich würde mich in dem sehen. Dann nehmen wir das. Wir haben hier einmal Hanky, der hat eigentlich normalerweise keinen Bauch, aber er hat es geschafft, mehrere Burger zu verdrücken. Plus von der Fleischplatte. Ich habe die halbe Fleischplatte für 4 Leute gegessen und einen Burger. Ich habe die halbe Fleischplatte für 4 Leute gegessen und einen Burger. Ich komme zweimal her und habe nur Bauchschmerzen, aber alles fürs Team. Ich weiß es nicht, fürs Team. So. Spielst du übermorgen? Ich schreib noch eine Liste mit allem, was ich brauche. Also dann sagst du? Ja. Käse. Käseschnitte. Cool. Boah, das finde ich geil. Da kochen wir das sogar selber. Ja, das dauert nicht so lang. Das kann ich vorbereiten, dann muss es nur in den Ofen. Sobald es losgeht, machen wir das in den Ofen, dann geht es 10, 15 Minuten, dann ist gut. Ich bin gespannt, was du magst. Ja, das Problem jetzt bei mir ist, mein Lieblingsessen auf der ganzen Welt ist halt die napolitanische Pizza. So eine Trüffelpizza oder so. Oh, ja. Das ist. Ahnig. Das ist mein Lieblingsessen auf der ganzen Welt, aber die haben keine Hollandaise. Und das auch zum Bestellen? Also es gibt ja American Pizza. Italienische Pizza und napolitanische Pizza. Ja.
Ist halt schwierig zum Bestellen. Also in der Pole. Ja, aber ich will echt die. Ich hab da was im Kopf. Wie machen wir das jetzt? Losteria, Digga, ja. Bei mir ist es so, Burger wurde schon eingeloggt. Ich hätte das Ding ist, Burger wurde schon eingeloggt. Das wäre dämlich, wenn ich es auch nehme. Und ich bin halt wirklich. Ich würde sagen, ich habe einen Schaden von dieser Hollandaise-Pizza. Würde ich schon sagen. Du hast es noch nie gegessen. Natürlich. Ach so. Ich bestelle die bei mir einmal die Woche gefühlt, weil ich so Heißhunger immer kriege auf die Scheiße. Und immer beim selben Laden und sie kommt immer gleich gut an. Aber Hollandaise ist echt heftig. Das habe ich auch. Und das Ding ist, ich die ganze Woche konzentriere ich mich nur auf diese Hollandaise-Pizza. Du kannst bezeugen. Die hat dich zum Durchhalten gebracht, ne? Die Hollandaise-Pizza? Würde ich sagen, ja. Und das ist halt. Ich habe nichts anderes im Kopf gerade, außer die. Ich kann gar nicht sagen. Was soll ich denn sagen? Wir diskutieren gerade, ob napolitanische Pizza oder amerikanische Pizza. Ja. Also auf jeden Fall nur eine Pizza bestellen. Was ist, wenn... Scheiße, dein Lieblingsessen ist eine Pizza mit Hollandaise, mein Lieblingsessen ist napolitanische Pizza. Was ist überhaupt eine Napolitanische? Das ist unbeschreiblich. Ach so. Ist richtig geil. Unglaublich ist das Ding. Ja, es ist... Auch. Es ist die Zubereitungsart. Steak können wir nicht verdauen. Wenn wir deins haben, haben wir genug Fleisch. Ja. Wir können Fleisch nicht verdauen am ersten Tag. Ey, vergessen wir doch irgendein Gericht. Guck mal, wir haben Fleisch, wir haben, was hast du genommen? Burger. Wir haben Käse. Pizza. Es fehlt Pasta und Nudeln vielleicht. Sushi, Pasta. Chinesisch, aber dann ist Feierabend. Ja. Ja, und wir haben tatsächlich auch noch so ein bisschen in Richtung so Garnelen. Ja, viele fragen, mein Lieblingsessen ist Garnelen, aber Knoblauch. Wo willst du geile Knoblauchgarnelen bestellen? Da kriegt man, glaube ich, nicht. Diese Brötchen. Underdogs. Aber es ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob es das ist. Nee, das kommt auch nicht geil, Digga. Bei einem spanischen Tapasladen kommen die aus dem Ofen mit 200 Grad im siedenden Öl mit Knoblauch, bisschen Zitrone drüber, richtig bissfeste, teure, große Black Tiger Garnelen. Die kriegen wir hier nicht geil hergebracht, die sind da nicht so geil. Warte mal, ich muss was sagen. Ist was Gutes? Meinst du nicht, dass das Underdogs-Ding gestern geil aussah? Das war doch super wild. Ich esse doch nicht 7 Tage nichts, dann will ich ein Fischbrötchen. Ja, stimmt. Max hat recht. Achso, du willst so ein bisschen Special Fisch. Ich habe das Gefühl, wir vergessen irgendein Gericht. Chat, haben wir irgendein Gericht? Also wir haben bisher Nudeln haben wir. Wir haben bisher Fleischplatte, Pizza, Burger und Käse. Geh vielleicht mit einer guten Asiaten. Nein, ey, gar kein Bock. Passt da gar nicht rein, Digga. Hier, ein Döner? Nee. Was mir am meisten geschmeckt hat danach? Döner kriegt man auch bei dir, ne? Das klingt so dumm, aber Fisch nicht abends, aber nicht abends. Sushi fühle ich auch nicht. Kriegt man bei dir Döner? Nee. Was? Kriegt man auch bei dir Döner? Nee, dann nicht. Ja, ich glaube schon. Okay. Morgens frische Brötchen mit Kaffee. Einer schreibt noch Grieche, weiß ich nicht. Oh, nee, wir haben eine Fleischplatte. Ja, aber Griechisch haben wir vergessen. Indisch ist auch ein Tacos. Schnitzel? Schnitzel, ja. Schnitzel? Ich würde mich opfern, so wenn wir 4 Gerichte hinkriegen, ist alles gut. Aber Schnitzel ist tatsächlich... Lasagne? Wenn ich das wäre auch okay. Nachtisch kommt noch, glaube ich. Nachtisch kommt alles noch. Ja. Ja, ich hab so Kopf. Wir sind erst bei der Hauptspeise-Chat. Mexikanisch ist auch ein Call. Boah, dann kracht's so aber auch. So Käsekäse dir? Subway? Käsekäse dir? Subway auch interessant. Auf dumm? Baguette? Warte mal, wenn ich italienische Pizza bestelle, schaltet das automatisch in einigen Läden auch Nudeln frei. Echt? Ja. Dann können wir auch einmal Nudeln bestellen? Ja. Ich brauche auch diese Hollandaise-Pizza. Ja, geht auch beides. Ach so. Wir haben ja 5. Okay. Wie 5? Jungs, wir haben. Also, guck mal. Macht euch so wir einen können Kopf eh nur von jedem einmal abbeißen. Digga, wir können von unserem... Drei schaffen es also nicht. Also ich sag meinen Call, jeder sagt seins, worauf er Bock hat so. Die können von den anderen vielleicht noch ein bisschen essen, aber wenn wir schon 5 Happen von unserem Essen gegessen haben, können wir sowieso nicht mehr. Also Real Talk, das macht keinen Sinn, sich jetzt so abzusprechen. Das ist gerade nur so, weil wir übertrieben Hunger haben. Ja, 100%. Wir werden komplett unterschätzen, wie wenig wir essen können. Es geht darum, überall einmal abzubeißen. Und das so einbeißen. Also wirklich, alle Geschmäcker mal. Wir bestellen vielleicht nur ein oder vielleicht 2 Burger, zerschneiden die ganz viel, dass man wirklich 2 Bissen Burger, dann 3 Bissen Pizza, 2 Bissen vielleicht dann Nudeln und das war's wahrscheinlich. Ja. Es geht ja darum, dass wir eine Woche gefastet haben und jetzt dieser Zeit Bock haben, das alles zu probieren. Ja, Trüffelpizza muss dabei sein. Okay, dann machen wir 2-mal Pizza. Einmal ranzig, fett. Ich muss gucken, ob die Nudeln mitliefern. Das, okay. Ja, eine von euch beiden liefert Safe-Nudeln, oder? Kurze Frage allgemein. Warte.
allgemeine Frage. Oh, warte mal, Domino's liefert doch Nudeln. Die sind sogar gut. Echt? Ja. Was du doch schon bestellt, hast du mich davon überzeugt. Ich bin auch für Domino's, ich brauch's ranzig, Jungs, ehrlich. Ich wollte es richtig ranzig. Dann machen wir hier ranzig, dann machen wir hier ranzig. Der macht ranzig. Und dann machen wir bei Max schön fein Gourmet-Pizza. Okay. Ja. Machen wir. Die und richtig dirty, richtig so dirty Domino's American ich hätte, und eine edle Pizza. Ich hätte noch eine allgemeine Idee, was ich weiß nicht, ob es sowas gibt, am Amerikaner so mit Chicken, Barbecue und sowas, weiß ich nicht. Aber nee, also Sparrows und sowas in die Richtung. Kurz nur mal gesagt, bevor wir jetzt hier final einloggen, ne? KFC hat jemand Bock auf Chicken? So Chicken mit Rippchen. Nee, Chicken haben wir bei meinem, Chicken haben wir bei meinem. Wir haben jetzt schon eine gute, wir haben jetzt einen guten Mix. Ja, Chicken, okay. Richtig lecker. Wir haben jetzt einen sehr guten Mix, würde ich sagen. Ja, ja, komm, das reicht. Komm. Das nehmen wir. Ja. Weiter zu... Das nehmen wir. Nachtisch? Pizza auch noch nichts eingeloggt. Okay, haben alle aufgeschrieben, haben wir das notiert? Ich kann mal ganz kurz. Also wir fassen zusammen. Türkische Fleischplatte. Richtig American ranzig, Pizza, richtig Domino's. Ranzige Pizza, ja. Richtig amerikanische, ranzige, unfassbar fettige Pizza. Plus und da gibt es auch Nudeln. Plus Nudeln. Plus Nudeln. Bei mir, ich habe einen sehr guten Laden ausgesucht. Burger, richtig kranke Burger. Philly Cheesesteak, Pommes, Süßkartoffelpommes und noch irgendwas. Chili Cheesesteak, hast du gesagt? Ich habe irgendeine Sache vergessen, aber ist okay. Egal. Korean Fried Chicken? Ach, und Korean Fried Chicken. Käseschnitten? Das ist ein bisschen simpler. Käseschnitten, aber das sind gute. Die, ja, die sind geiler krank. Schweizer Käse, geschmolzen im Ofen auf Brot, böse. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Da habe ich auch riesen Bock drauf. Und bei mir ist napolitanische Pizza. Und müssen wir dasselbe jetzt für Nachtisch machen? Ja. Jetzt haben wir das alles eingeloggt? Ich habe da safe was. Aber stopp, nur derjenige, der es schafft, 5 Kilometer zu gehen. Ja. Das heißt, Noah schafft es nicht, weil die Werte zu schlecht sind. Bam, fällt seine Pizza und Nudeln raus. Schießt die schöne Hollandaise-Pizza weg. Jeder muss für sein Gericht kämpfen. Ja, ich werde es schaffen. Ey, Jungs, weil ich glaube, dass ich das durchziehe mit den 5 Kilometern, würde ich die Donuts auf mich nehmen. Oh ja! Oh mein Gott, die Donuts! Würde ich die Donuts auf mich nehmen. Genau die Donuts, an denen wir riechen mussten. Genau. Das wollte ich sogar auf mich nehmen. Aber können wir morgen früh noch entscheiden, wer welches Gericht hat, falls wir merken, dass heute in der Nacht... Interessant. Können wir noch mal umschiften? Oder ist es heute schon eingeloggt? Das können wir noch switchen, bevor es losgeht. Ja, Gericht und herschieben. Okay, dann würde ich die... Du bist die Donuts. Ich bin ganz klar, selbstverständlich, ich bin das Ben & Jerry's als Nachtisch. Okay, klar. Punkt, Ende, aus. Jetzt, ja, dann ja, bin ich auch... Ich habe auch schon aufgeschrieben, Ben & Jerry's. Ich liebe für mein Leben Magnum After Dinner. Die Frage ist, weil du auch Eis gesagt hast, wie schlau ist es, wenn wir als Nachspeisen dreimal Eis haben? Scheiße. Aber ich liebe, ahnt ihr Magnum After Dinner? Chat, kennt ihr das? Das sind so kleine Dinger. Kinder soll sein Call geben bei Nachtisch. Bei Nachtisch ist egal, aber Kinder Bueno White wäre heute auch insane. Snickers Eis. Boah, wir können nicht viermal Eis nehmen. Backlava? Wir können nicht viermal Eis nehmen. Ich glaube, ihr müsst Eis nehmen, weil so Backlava und so, das wird euch nicht so splashen wie Eis. Und weil unser Magen auch so klein ist, Eis geht immer. Eis geht immer. Eis geht immer. Egal wie satt wir sind, Eis geht immer. Was hast du jetzt final genommen? Nutella-Krebs. Das wollte ich nehmen. Ich nehme. Ich will Nutella-Krebs. Nutella-Krebs. Geil, Mann, danke. Ey, nur du musst die 5 Kilometer schaffen. Ich werde sie schaffen. Fürs Team. Und jetzt bist du dran. Bei mir gibt es halt schon Künefe, ne? Also bei Lockmann. Ja. Das ist halt so wie... Baklava, ja, aber ja, was anderes halt so. Ja, kann ich mitbestellen. Ja, okay. Und sonst mein Call. Nee, was nur deftige Sachen mitbestellen. Ja. Ja, aber wenn er jetzt den Nachtisch Baklava macht. Dann geht das wieder. Ach so, du kannst Nachtisch Baklava sagen, aber du hast noch einen Nachtisch. Also, ja, Baklava ist. Dann sage ich Nachtisch Kniffe. Okay. Sehr geiler Call. Finde ich gut. Okay, das sind unsere Nachtische. Ja, das ist ähnlich wie Baklava, ne? Achso, was denn? Digga, mein Blutzucker sinkt, weil wir die ganze Scheiße gerade besprechen, ne? Das ist nicht so mit Teig und so. Okay. Und währenddessen ballert sich die komplette Mannschaft und die Burger rein. Und was ist jetzt mit Obst? Ja, müssen wir auch noch. Jeder ein Obst. Ich fange an mit Ananas. Sehr geil. Ich mach weiter mit Kaktusfeigen. Die kennt ihr vielleicht nicht, aber sehr, sehr geil. Verrückt. Und habe ich Bock drauf. Kaktusfeigen. Ich kann mir echt vorstellen, Obst zu skippen. Nein, hau irgendwas für uns raus. Apfel oder Banane. Ich fühle auch Banane. Banane ist safe. Hä? Banane fühle ich, ne? Kannst du wieder deinen Darm verstopfen? Genau. Ja, dann können wir nichts essen, so eine Banane ist da. Nee, Banane ist blöd. Was sagt Erdbeeren? Ihr? Was habt ihr gesagt? Erdbeeren? Hä? Wassermelone? Wassermelone? Würdet ihr euch über Wassermelone freuen? Ja. Hugo meinte, Wassermelone war krass. Ja, Wassermelone. So eine kalte Wassermelone, Digga? Mango ist auch ein Call. Schreibt mal was Mango rein. Ist auch ein Call. Bitte kurz. Ideen, was ist euer Lieblingsobst? Nein, das ist eine doofe Frage. Weiter geht's nicht. Ja.
Bei mir ist es Granatapfel. Wassermelone. Sehr geil, Granatapfel. Mango, Pfirsich. Ne? Ich wollte auch eigentlich mit Banane gehen. Also, das macht doch so satt. Wir können jeder eine Banane essen. Eine Birne, Digga. Eine Birne. Ich bin sogar für Kiwi, weil sie sehr, sehr extrem geil ist. Ja, Kiwi ist geil. Kiwi hat so verschiedene. Aber wenn eine Kiwi unreif ist, ist sie auch richtig scheiße. Ja, das stimmt. Sehen wir, da ist das Risiko, dass sie scheiße ist. Was sagt ihr zu Blaubeeren? Blaubeeren. Warte, warte, ich schreib alles auf. Ich schreib alles auf. Chitgott. Also, sag nochmal, Max, Ananas. Ja. Du warst Drachenfrucht? Nee, Kaktusfeige. Kaktusfeige. Kaktusfeige, ich war mit Wassermelone. Adi hat voll die specialigen Sachen. Noah, du warst? Blaubeeren. Datteln, Digga. Ahnt ihr Datteln? Und Roald, was hattest du gesagt? Ahnst du Datteln? Im Speckmantel. Wir werden morgen so Feierabend sein. Okay, was haben wir noch? Getränk. Machen wir Cola Zero. Ja. No brainer. Ich nehme auf jeden Fall Cola Zero, dann kannst du schon mal von dir, bei dir streichen. Roald, welches Getränk? Niki, gib mal dieses Mic weiter. Boah, ich weiß was. Ayran. Digga, so hätte ich gesagt. Aber wild. Jetzt wird's gestört. Es ist zwar eine Cola Zero, aber ich hätte Paulaner Spezi gesagt. Wenn du es brauchst, dann brauchst du es. Wenn du es brauchst, dann brauchst du es. Paulaner Spezi oder frisch gepressten Orangensaft, der aber knallt aber auf den Magen. Das ist auch ein Call. Einer soll mal Orangensaft nehmen. Ja, okay, dann nehme ich den frisch gepressten. Muss frisch gepresst sein? Ja, ist eine Pflicht. Sonst kann ich das nicht richtig verwerten. Ich glaube, dein Magen würde eh nichts verwerten können. Also das kriegst du bei Rewe sogar, frisch gepressten, weißt du? Okay. Adi? Was hast du gesagt? Cola Zero. Okay, ich wäre eigentlich auf Ayran gegangen, aber das hat Rohat schon. Dann gehe ich wahrscheinlich mit Wasser mit Salz. Nee, Bier ist am Nachmittag schon. Oh, geil. Wasser mit Salz, geil. Ja, schwierig. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so krass Bock auf die krass süßen... Bier ist am Nachmittag. Ach echt? Das ist einfach so ein Bier, einfach nur zum Testen. Chat, was gibt's noch? Was gibt's noch? Almdudler. Ahnt ihr Almdudler? Hätte ich das früher gewusst, hätte ich so Cream Soda oder so, Alter. Das wäre ja, jetzt Leon, der Kameramann, hat's getrunken. Fühlt ihr Almdudler? Red Bull schreiben einige, aber Chef hat dich weg, glaube ich. Almdudler, fühlt ihr das? Kannst du machen. Fühlst du Almdudler? Okay, dann nicht. So ein Kiba oder so. Ich würde Fanta Exotik auch feiern. Ja, na, fühle ich nicht so. Ja, Ayran haben wir. Ja, Vita Weight, Digga. Vita Weight. Oh, ein milchiges Getränk, ein Kakao. Das ist es. Ein Kakao. Das ist es, du machst das Süße. Zum Donut. Aber habt ihr... Zum Donut trinkt man Kakao. Man ist laktoseintolerant. Du kannst keinen Kakao trinken. Ja gut, aber Ayran dann auch. Aber so ein Mini... Aber Ayran dann auch. Ist ja auch Milch. Chat, nochmal ein paar geile Ideen vielleicht. Geht ein Mini-Kakao? Oder einfach ein Red Bull, Digga? Boah, das ist ja mal so. Nicht? Okay. Nein, Eistee? Eistee könnte auch krass sein. Kiba! Kiba, auch heftiger Kohl. Ey, vertrau mir, mach Eistee. Soll ich Kiba einloggen? Ja, okay, komm, scheiß auf. Oder ganz kurz, bevor du einloggst. Was? So ein Milchshake könnte auch krank sein, ne? Ja, Mann. So ein kalter Milchshake. Zieh als Nachtisch. Darf ja, als Nachtisch. Nachtisch? Ja. Also, ey, komm, ich gehe mit Capri-Sonne, Digga. Capri-Sonne. Witzig, wollte ich auch überlegen. Echt? Capri-Sonne, ja. Ja. Okay, was haben wir noch? Was ist mit einem alkoholfreien Weizen? Krieg ich nicht. Echt nicht? Ja, für dich, ich habe genug Getränke. Boah. Sonst Bock auf... Boah, ein Radler, ich habe schon auch Bock. Udulak? Uludag? Uludag, auch krasser Call. Boah. Ich hab Eistee. Eistee, okay. Eistee Pfirsich Zero. Ja, okay, dann haben wir die Basic-Sachen. Haben wir. Orange. Eistee Pfirsich Zero. Ja. So. Pfirsich? Ja. Ja, Pfirsich. Ich muss kurz sagen, ich habe ein bisschen Schiss vom Orangensaft. Ist das wirklich so ein Call, ja, und jeder mit zufrieden ist, frisch gepresst. Ja, safe. Ja, ja, ein Schluck frisch gepresster Orangensaft ist gut. Kalter, frisch gepresster Orangensaft ist richtig geil. Noch so ein bisschen sauer. Aber frischer. Naja, muss frisch gepresst. Okay, haben wir's?
Calypso. Krass. Nee. Ich hab die Liste vor mir. Das wird insane. Geil, Mann. Ey, Jungs, jeder von uns muss einfach durchziehen. Jeder muss es schaffen. Jeder von uns hat 7 Tage nichts gegessen und muss 5 Kilometer am Stück gehen. 2 Stunden lang. Jetzt müssen wir kurz. Noch wie lange sind wir sonst gegangen? Halbe Stunde nur, ne? Final eingeloggt werden. Oder ob man noch was holt. Weil jetzt